بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته من الايام تحت الدور كلها امين. الحقيقه القراءات بتاعت النهارده قراءات مليانه ونفسي اني اراجع عليه القراءات. احنا عارفين ان كل قداس Wir wissen, dass bei jedem Gottesdienst wir haben 6 Lesungen bei jedem Gottesdienst. Was sind diese 6 Lesungen? Die Bibel von der Vesper, weil die Vesper ist ein Teil des Gottesdienstes. Also Vesper ist ein Teil vom Gottesdienst. Und deshalb ist alles, die ganzen Lesungen zusammen verbunden. Also drei Lesungen in der Bibel, drei Lesungen auch aus der Bibel aus dem Neuen Testament, drei aus den Evangelien und dann Paulus, ein Brief des Paulus, ein katholischer Brief und eins aus der Apostelgeschichte. Und es ist, gibt eine Verbindung zwischen allen Lesungen. Also zum Beispiel von der Vespa hat über jemand gesprochen, über ein Wunder. Und das war eine Tochter, die gestorben ist, ein Mädchen, was gestorben ist. Und der hat dann zu Jesus geschickt und zu ihm gesagt, meine Tochter ist gestorben. Und das Mädchen war ein kleines Mädchen. Und Jesus ist bis zu diesem Haus gegangen. Und fand dann die Leute traurig vor. Und Jesus sagte, dass das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Aber Jesus hat ihr dann hat ihr Hand angefasst und zog sie und sagt zu ihr, steh auf. Und das Mädchen ist dann aufgestanden. In der Bibel von morgen war auch, es gibt noch eine Geschichte, und die Lesung von der heutigen Bibel sagt über und es erzählt über eine kanaätische Frau, also vom nicht-jüdischen Volk. Und diese Frau hat dann zu Jesus gerufen, Herr, rette mein Mädchen. Und Jesus, es schien so, als ob Jesus sie vernachlässigt hätte. Aber die Jünger sagten zu Jesus, bitte Jesus, sag etwas zu dieser Frau oder lass sie gehen. Und dann kam die Frau zu Jesus und sagt, meine Tochter ist schwer krank. Jesus wollte zeigen, wie stark diese Frau ihr Glauben hat. Und dann sagt er zu ihr, es ist nicht gut, dass wir das Brot der Kinder nehmen und es den Hunden zuwerfen. Aber weil die Frau, die hätte eine sehr schlechte Antwort geben können, aber ihre Antwort zeigt und zeugt von ihrer großen Glauben. Sie sagte auch, die Frau antwortete und sagte ihm, es ist aber die Hunde essen von den Krümel, die vom Tisch fallen. Und das hat Jesus, erwiderte ihr und sagte, dass Frau, du hast einen sehr großen Glauben und es soll dir geschehen, was du erhoffst oder was du willst. Jetzt kommen wir zu dem paulischen Brief. Paulus hat 14 Briefe geschrieben. Und am Anfang gibt es immer eine Begrüßung, zum Beispiel im Brief
den Brief an die Korinther. Fängt so an: Gnade und Friede für euch von Jesus Christus, von Jesus Christus selbst. Die Gnade und der Friede Jesu Christi sei mit euch. Und wir haben ja auch jetzt vor, dass wir jedes Mal drei Wörter lernen, koptische Wörter. Und das würden wir wahrscheinlich heute später dann auch lernen. Beim katholischen Brief. Das sind die Briefe, die von den Aposteln geschrieben wurden, aber nicht von dem Paulus. Heute haben wir von Johannes gelesen. Und wir wissen, dass bei Johannes sehr viel über die Liebe gesprochen hat. Heute beim ersten Brief von Johannes hat einen sehr schönen Satz gesagt und sagte zwar: Jeder, der nicht das Gute tut, der bleibt in dem Dunkeln. Auch derjenige, der nicht seinen Bruder liebt, bleibt auch in der Dunkelheit. Also von uns ist nicht verlangt, dass wir einfach nur so leben, aber dass wir auch Gutes tun. Und ich muss mich jeden Tag fragen, was ich Gutes gemacht habe und was ich natürlich auch Schlechtes gemacht habe. Aber es ist auch von uns verlangt, von uns jeden Tag, dass wir was Gutes machen. Und er hat die zwei zusammen verbunden. Also die Liebe zu den Mitmenschen und das Gute zu tun. Die sind zusammen verbunden. Und jetzt kommen wir zu den heutigen Bibellesungen. Es gab einen Pharisäer, der hieß Simeon, der Jesus eingeladen hat, um bei ihm zu essen. Er hat gehört, es gab auch eine Sünderin-Frau, die gehört hat, dass Jesus bei diesem Simeon zu Tisch ist. Und sie hatte ein Gefäß sie hatte ein wohlriechenden Öl, ein Alabastergefäß mit wohlriechendem Öl, und sie trat an Jesus heran und sie kippte diesem teuren, wohlriechenden Öl an seine Füße und trocknete das mit ihrer Haar. Simeon sagte aber zu sich selbst: Wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, dass diese Frau eine Sünderin ist. Und daraufhin, Jesus wusste, was Simeon gedacht hat, und daraufhin sagt er zu Simeon: Simeon, ich will dir was sagen. Es gab einmal zwei Leute, die jemandem was geschuldet haben. Jemand hatte 50 und der andere 500. Und dieser Schuldner hatte beide erlassen. Was glaubst du, wen er mehr liebt? Was glaubst du, wen er mehr liebt von den beiden? Und dann sagt er natürlich: derjenige, der 500 erlassen wurden. Und daraufhin sagt er zu der Frau: Geh in Frieden, dein Glaube hat dich
erlöst. Und dann sagt er zu Simeon: Simeon, du hast mich eingeladen und du tadelst diese Frau und sagst, denkst schlecht über diese Frau, aber du hast mich nicht gut empfangen. Du hast, weil damals gab es bestimmte Sachen, die man für den Gast, den man empfängt, macht. Also wenn man das Erste, man wischt seine Füße. Und das wurde auch praktiziert für Leute, die Besucher, die ein Kloster besuchen möchten. Und sie liefen lange Zeit in der Wüste und natürlich sind ihre Füße schmutzig geworden und deshalb als Begrüßung wurden ihre Füße gewaschen. Damals, auch zur Zeit Jesus, war das auch so, dass die Leute, wenn sie zu jemandem bei Gast waren, als erstes wurden ihre Füße gewaschen. Und Simeon hat das nicht zu Jesus gemacht. Und damals, als Begrüßung, hat man so eine Art wohlriechendem Öl oder Parfüm für den Gast gegeben auf seinen Kopf. Und damit er sein Gesicht waschen kann. Und das hat alles Simeon nicht gemacht. Heute können wir sehr viel von der Bibel lernen, wie wir umgehen können mit den Leuten. Dieser Frau, wir können zum Beispiel lernen aus dieser Frau, die gelernt hat oder geschrien hat, dass ihre Tochter geheilt wird. Aber diese Frau durch ihren starken Glauben hat Jesus mit ihr auch diesen Wunder vollbracht. Also das heißt, der Glaube macht Wunder. Alles, was wir Christus im Glauben erbitten, wird uns geschehen nach unserem Glauben. Es gibt einen Vers, was ich noch Also ich möchte heute, dass wir diesen Vers auswendig lernen. Zum Beispiel nehmen wir heute den Vers, was der heilige Paulus in seinem Brief an die Korinther geschrieben hat. Heute sagt er den Satz, die Gnade und der Friede Jesu Christi sei mit euch. Wir möchten einen weiteren koptischen Kurs einführen und dass wir das war letztens in der Fasten der jungheiligen Frau Maria, dass wir einen koptischen Unterricht gemacht haben und wir haben jedes Mal ein koptisches Wort gelernt, in der Fasten-Maria-Zeit. Und wir möchten auch hier, dass wir jedes Mal drei oder vier Wörter, auch koptische Wörter lernen, aus den Lesungen. Und deshalb, das möchten wir auch so machen, dass jedes Mal, dass wir ein Wort lernen und das Wort später gibt es auch eine Art Spiel, wo wir diese Wörter nochmal, oder eine Prüfung, wo wir diese Wörter
dann später erfragt werden können. Und wir machen dann diese Prüfung, wie genau das, was wir in im Maria-Fasten gemacht haben. Möge Gott euch die Gnade und der Friede Christi euch geben. Möge sein Wort immer wachsen in der Kirche. Amen.